Hallo Leute, Mr.NET ist hier mit einem weiteren Video von Eternium. Im letzten Video haben wir einen Dämon besiegt, der sich Magrot nennt. Das war der erste, der richtig schwierig war. Ich bin vielleicht 10-mal oder so gestorben. Und in diesem Video werden wir eben die nächste Mission machen, beziehungsweise die nächste Quest, die wir kriegen. Aber zuerst möchte ich mal nachsehen, warum das hier so leuchtet. Und zwar Goldbeutel, meine Tagesbelohnung, ja, die holen wir uns. Dann den Knochenknuddler, Knochenkundler, den holen wir uns natürlich auch. Und was ist das? Ja, irgendwelche Nachrichten. Gut. Dann leuchtet das hier noch unten. Hier haben wir abwehrender Schmuckstück. Meine Güte, ist das Deutsch oder kann ich nicht lesen? Abwehrender Schmuckstück. Im Vergleich zu ausgerüsteten Schmuckstück. Minus 9% Schaden. Plus 13% Blockwert. Nein, das möchte ich nicht ausrüsten. Warum leuchtet das hier? Kann ich das hier so verwenden? Ah, cool. Dann haben wir hier vampirhafter Streitkolben. An Sockel anbringen, was... Ach, das kostet wieder Juwelen. Das möchte ich nicht. Nein, das lassen wir lieber so. Ich will jetzt da meinen Schaden nicht senken, denn wir haben ja letztes Mal gesehen, dass das enorm wichtig ist, dass wir einfach mehr Schaden machen müssen. Sonst dauern die Kämpfe einfach viel zu lange. Und hier können wir wieder unseren zerreißenden Hieb verbessern von 330% auf 350%. Und das machen wir natürlich. Je mehr Angriff, desto besser. So, aber jetzt, da möchte ich mal nachfragen, was der will. Dunkle Herrschaft. Wie konnte ich so blind sein, Wuchi? Diese Plage untoter Kreaturen, das konnte kein Zufall sein. Ja. Das ist zwar schön, aber was soll ich machen? Danke, Champion, aber ich hätte es ahnen müssen. Ich bin schließlich ein Seher. Ja. Bitte hilf mir. Das ist in Ordnung zu bringen, Wuchi. Margrot ist von gespaltenen Berg geflohen, aber er sagte dir, er würde bei Anderhelm warten. Ganz sicher ist das eine Falle. Zum Glück haben wir unsererseits Speer. Was haben die Speer gefunden? Margrot hat die Schwestern von Ragadam am Nordwestturm positioniert und die Lichs am nordöstlichen. Bis wir uns um die gekümmert haben, werden sie weiter Verstärkung entsenden. Margrot wartet an der Nordseite der Stadt, im Hof der Burg. Kümmere dich um Margrot und seine Schergen. Champion, dann ist dir ganz Eldarath zu Dank verpflichtet. Ah, ich will nicht schon wieder gegen den kämpfen. Oh, der Juwelier. Schmuck fertigen. Morgan, schön dich wiederzusehen, Wuchi. Willst du lernen, Ringe und Ketten zu fertigen? Ja, klar. Schmuck fertigen. Schmuck fertigen. Schön dich wiederzusehen, Wuchi. Willst du lernen, wie man Schmuck fertigt? Ja. Lass mich den Schmuck fertigen. Okay. Und jetzt? Fähigkeitsrate. Zeitloser Ring. Fähigkeitsrate plus 13%. Erholung sinkt. Abkling. Zeitverzögerung. Mhm. Ja, ist zwar schön, aber... Aber ich weiß jetzt nicht, was der da von mir will, ehrlich gesagt. Nochmal Schmuck fertigen. Okay, jetzt haben wir zwei Ringe gefertigt. Und die Ringe können wir anscheinend einsetzen. Aber ich möchte sie noch nicht einsetzen. Wir schließen die Quest hier einfach ab. Wenn der mich mal lassen würde. Was willst du denn noch? Fertige eine Kette. Scheiße.
Jetzt ist die Quest abgeschlossen. Und was macht die Kette? Oh. Das werden wir gleich nutzen, um uns auszurüsten. Na, das ist aber ein tolles Schmuckstück. Trage es mit Stolz, es wird dir gut dienen. Oh ja, das glaube ich auch. Oh, was will die schon wieder? Du interessierst mich gerade nicht, aber das hier, wir rüsten uns damit aus und erhöhen unsere Zähigkeit. Vampirhafter Ring plus 60% Erholung. Na, immer her damit. Nein, den will ich nicht. Und den will ich auch nicht. Der würde meinen Schaden senken, den rüste ich natürlich auch nicht aus. Wisst ihr was? Ich werde einfach das Lager benutzen, was wir haben. Hm? Und dort die Dinge hineingeben. Vielleicht, wenn ich sie später mal brauche, dann kann ich sie ja noch immer nutzen. Zack, zack. So, die will jetzt auch noch irgendwas von uns. Liana, Champion, bevor du dich direkt um Margrot kümmerst, habe ich ein paar Informationen. Margrot hat in den Trümmern von Anderhelm ein Kontingent der Schwestern des Ragadam und ein Kontingent Lichs postiert. Mann, dein Kampf gegen Margrot wird deutlich einfacher, wenn du dich zuerst um sie kümmerst. Aber auf jeden Fall musst du sie irgendwann beseitigen. Erschlage die Schwestern und die Lichs Wuchi. Ah, okay, Moment, wo ist jetzt der Margrot? Ne, Kontingente Schwestern, Ragadam und ein Kontingente Licht. Ja, okay. Also wir sollen uns zuerst um die Schwestern kümmern und dann erst um... Ich will Informationen, alter Mann. Hat er nicht, okay. Also um Margrot kümmern wir uns zum Schluss. Das ist das, was ich mir merken muss. Der Dämon Margrot ist nach Anderhelm entkommen. Wir müssen die Festung angreifen und seine Herrschaft über diese Lande beenden. Bad guys ahead. Na gut, mit denen können wir ja anfangen. Wow, das ging einfach. Entweder weil unser Angriff sich fast verdoppelt hat. Oh. So geht das schon. Du hast Saison Level 2 erreicht. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, was das auch immer bedeutet. Und den haben wir jetzt auch besiegt. Das funktioniert ja gar nicht mal so schlecht. Ist hier irgendetwas, was ich einsammeln könnte? Oh. Komm schon. Und alles einsammeln, nicht vergessen. So. Ich sehe mich hier noch ein bisschen weiter um, denn hier sind wahrscheinlich noch weitere Gegner, die wir besiegen können, natürlich. Ja, mit mehr Angriff ist das schon weitaus einfacher als das von letztes Mal. Ich bin noch gespannt, wie Margrot sein wird. Ob der auch so wird wie letztes Mal.
Ja. Alle Münzen. Gut, hier ist nichts mehr. Wow, 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 wow. Den muss ich zuerst besiegen. Markus hat Level 11 erreicht. Ich gratuliere, Markus. Sag mal, liegt Markus da am Boden oder was? Die haben ihn besiegt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das passiert aber immer öfter, dass Markus am Boden liegt. Und einfach besiegt wird. Also wenn das so weitergeht, ich frage mich, ob ich Markus auch verbessern kann. Ohne Levelaufstieg. Ja, ich habe Level 13 erreicht, danke. Moment, zuerst muss ich mal alles einsammeln. Hier ist ein Weg. Und hier ist auch ein Weg. Oh, das ging schnell. Ja, mit mehr Angriff ist das gleich viel einfacher. Das hätte ich schon viel vorher machen sollen. Multishot. Okay, die Bogenschützen von denen haben sich jetzt auch verbessert. Die setzen einen Multishot ein, wie es aussieht. Okay, habe ich hier alles eingesammelt? Ja. Hier ist nichts mehr. Dann sehen wir noch hier nach. Hier ist auch nichts mehr. Wow, wow, wow. Der erzürnende Vernichter, den besiegen wir natürlich gleich. Und tschüss. Und alles einsammeln. Ah, ich kann das jetzt nicht lesen. Der Oststurm wird von Beschwerern kontrolliert. Ich muss mich vor den letzten Kampf... Was muss ich? Oh Mann. Das ist etwas blöd, im Kampf jetzt etwas zu lesen. Aber ich muss irgendetwas vom nächsten Kampf tun. Und ich habe keine Ahnung was. Irgendwer nimmt mir hier sehr viel Leben weg. Der hier ist dieser Kollege, der mir so viel Schaden zufügt. Puh. Oh, alles einsammeln. Die richten wir auch gleich hin. Hier noch etwas? Natürlich. Hier sind noch ein paar Spacken.
sehe hier nichts. Ja. Ich muss mich um etwas bevor den letzten Kampf kümmern, aber ich weiß nicht, was das ist. Ups, Verzeihung. So, hier ist eine Treppe. Ich sehe mich noch auf der anderen Seite um. Boah, diese epische Musik, ja? Perfekt. Ah, der scheint stark zu sein. Irgendeiner fügt mir hier extremen Schaden zu. Aber das sehe ich meistens nicht, weil da so viele sind. Mann, Eili, du musst mich schneller heilen. Es hilft eben nichts. Ja, das sammeln wir alles ein. Gehört alles mir. Oh, 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 weg hier, weg hier, weg hier, Leute. Kommt schon. Nein, 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 nein. Oh Mann, der verfolgt mich ja. Kommt schon, Leute, vergesst den Typen. Lasst uns hier abhauen. Oh Mann, dieser Maglord kommt mir ja nach. Verdammt. Ach. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin zu schnell da reingelaufen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich wusste nicht, dass der mir nachkommt oder dass er überhaupt da steht. Ich versuch's nochmal. Wir gehen zuerst auf die Seite, töten die alle und dann kümmern wir uns um Maglord. So, alle Fähigkeiten aktivieren. Ja, ja, ihr mit eurem Multishot. Abhauen. Oh, verdammt. Meine Kollegen sind tot. Und jetzt du. Stirb. Okay, die Handlanger des Dämons haben wir besiegt. Jetzt fehlt nur noch Maglord. Oh, und die Truhe. Die holen wir uns natürlich auch noch. Die holen wir uns natürlich auch noch. Na gut, dann kann es ja losgehen. Mal sehen, wie es jetzt wird. Ja, ja. Und los geht's. Abhauen, Leute. Und natürlich sind sie schon tot. Das war ja so klar. Nein, 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 nein. Ich konnte nicht mehr abhauen. Okay, dort sind Heiler bei dem. Das heißt, solange die Heiler leben, wird es richtig schwierig. Das heißt, zuerst werden wir versuchen, die Heiler zu erledigen. Am liebsten wäre mir, wenn Markus und Eili sich um die Heiler kümmern. Sehr gut. Und ich kümmere mich um diesen komischen Dämon hier. Ich versuche zuerst die Heiler zu erledigen.
Mann. Das ist schwierig. Man kann ja auch nicht weglaufen, wenn man quasi umzingelt wird von den Viechern. Oh, falsche Richtung. Ich versuche diesen Magrot hinter mir herzulocken. Und die anderen beiden, es wäre schön, wenn ihr euch um die Heiler kümmern könntet, aber dazu seid ihr ja zu blöd. Vielleicht ist ja dieses Gelände hier etwas besser. Hier haben wir mehr Platz. Und Eilen ist schon tot, oder wie? Ah, die Heiler sind jetzt aber nicht nachgekommen. Oder doch? Na schön, ich hau ab. Die Heiler sind etwas langsamer. Das heißt, ich werde versuchen, ihn von den Heilern einfach fernzuhalten. So mache ich das. Das ist wenigstens ein Plan. Na, komm schon, komm schon, komm schon. So kann ich ihm wenigstens Energie abziehen. Und sobald die Heiler hier sind. Und sobald die Heiler hier sind, hau ich einfach ab. So wie jetzt. Komm schon. Los geht's. Ja, das ist nicht so einfach, wenn dieser abhauen. Aber bald habe ich ihn. Es ist nicht mehr sehr viel. Lauf, lauf, lauf! Mann, er ist nicht nach oben gelaufen. Ich kann ja nichts dafür. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Ja, wow. Ich danke euch, Leute. Nein, er hat ja eh weniger Energie. Lauf, lauf, lauf. Neben den Heilern funktioniert das nicht. Dann muss ich ihn jedes Mal weglocken. Und das machen wir jetzt einfach. Die anderen haben sich dann auch, können sich dann auch etwas erholen. Und da ist er ja schon. Gleich habe ich dich. Und das war's. Perfekt. Jetzt machen wir noch die Heiler fertig. Ich hoffe, die können mir hoffentlich nicht so schlimmen Schaden zufügen. Perfekt. Der ist erledigt. Ich denke, wir können zurück und unsere Quest abschließen. Ja, die Truhe sammeln wir ein, das nehmen wir alles mit. Aber ich weiß ja nicht wohin. Tja. Muss ich jetzt zurück oder? Oder wie sieht's aus? Hallo? Laufen hier etwa noch Gegner herum? Wo könnte hier noch jemand sein? Hier ist ja niemand mehr.
Erforsche dieses Level und besiege alle Gegner. Ich dachte, ich war schon überall. Wahrscheinlich läuft hier irgendwo so noch so ein schwaches Skelett herum. Hier waren wir auch schon, oder? Oh, eine Truhe. Alles einsammeln. Dann vielleicht die andere Seite. Nein, da kann ich auch nicht entlang. Tja. Da waren wir ja auch schon. Natürlich. Und auf der linken Seite war ich auch. Da bin ich mir sicher. Da sind ja auch diese verdammten Bäume. Ach Mann. Das heißt, hier müssen noch irgendwo Gegner sein. Wo sollen sich die denn verstecken? Sorry, Leute. Hatte gerade eine Nachricht. Deswegen war das etwas sprunghaft. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Es tut mir leid. Hier sind ja keine Gegner mehr. Ah! Da war doch jetzt jemand, oder? Ach, da bist du! Mann! Und jetzt können wir hier abhauen. Das war jetzt eine Suche. Einmal Juwel und los geht's. Perfekt. Jetzt haben wir diesen Margrot endgültig besiegt. Und wir können die Quests abschließen. Und auch diese Quest haben wir noch nicht abgeschlossen. Aber die Handlanger des Dämons haben wir abgeschlossen. Perfekt. Gut, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann die nächste Quest angehen und uns wieder etwas aufrüsten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Feedback, einen Daumen nach oben und abonniert meinen Channel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.